Die mündlichen Prüfungen der Spediteure sind gerade in vollem Gange und es fällt mir auf, dass die Prüflinge immer wieder vom Umfang der Aufgaben über Geografie überrollt werden. Transportrouten, Grenzübergänge, Eisenbahntunnel, Fährverbindungen. All das kann auf euch zukommen und von den Prüfern erwartet werden. Damit ihr zumindest einen ersten Überblick über die wichtigsten Fakten habt, gibt es hier ein Video zu den wichtigsten Fragen zu den deutschen Grenzübergängen aus der mündlichen Prüfung. Viel Spaß dabei! Hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf dem Logistikkanal, deinem Kanal für alles Wissenswerte rund um das Thema Logistik. Ich bin Horst Götze und wie bereits vor dem Intro angekündigt, werden wir in diesem Video mal über das Thema Geografie sprechen. Geografie, liebe Logistiker, war schon zu meiner Zeit ein wichtiges Thema und damals wie heute gibt es Prüflinge, die das Thema entweder lieben oder hassen. Das ist im Prinzip ja immer so. Wenn ihr zu denjenigen gehört, die das Thema nicht leiden können, muss ich euch leider sagen, es führt kein Weg daran vorbei. Es hilft auch nicht zu argumentieren, dass es heutzutage doch Google Maps gibt, das den Disponenten bei der Planung der Routen unterstützt. Ein guter Architekt des Verkehrs muss seine Werkzeuge kennen und zu diesen gehört neben den Verkehrsmitteln nun einmal auch die Verkehrswege. In diesem Video wollen wir mal beim Verkehrsmittel LKW bleiben und genauer auf verschiedene Grenzübergänge eingehen. Wer mehr über die Verkehrswege der anderen Verkehrsmittel erfahren möchte, dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Ich verlinke es euch rechts oben in der Infobox. Bevor es weitergeht, möchte ich nochmal die Chance nutzen, den offiziellen Partnern des Logistikkanals ein großes Dankeschön auszusprechen. Da hätten wir Webfleet. Webfleet ist einer der weltweit führenden Anbieter von Telematiklösungen. Die zentrale Software-as-a-Service-Lösung Webfleet wird von Unternehmen jeder Größe eingesetzt, um die Fahrzeugleistung zu verbessern, Kraftstoff zu sparen, Fahrer zu unterstützen und die Effizienz der gesamten Flotte zu erhöhen. Zudem möchte ich mich bei Stefanie Schäfer von begegnungsverkehre.de bedanken. Stefanie erteilt angehenden Kaufleuten für Speditionen und Logistikdienstleistungen gerne Unterricht in allem Wissenswerten im Bereich Spedition und Logistik. Außerdem möchte ich mich noch bei unseren weiteren Partnern, nämlich Hellmann und Translog Marketing bedanken. Dank dieser Partner sind wir in der Lage, regelmäßig Videos für euch zu produzieren. Die Links zu all unseren Partnern findet ihr unten in der Videobeschreibung. Klickt euch also da gerne mal rein. Vielen herzlichen Dank an alle für eure Unterstützung. So, nun weiter mit dem Content. Jetzt aber mal zu den wichtigsten Grenzübergängen zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern. Wie viele Länder grenzen eigentlich an Deutschland? Na, wer weiß es? Ganz genau, insgesamt gibt es 9 Länder, die sich eine landesseitige Grenze mit Deutschland teilen. Da hätten wir Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande. Und auch wenn hier keine Grenzkontrollen stattfinden, zu jedem dieser Länder solltet ihr die Orte der Grenzübergänge kennen. Hier sind die bekanntesten auf einen Blick für euch zusammengefasst. Wir beginnen im Norden. Der Grenzübergang zwischen Deutschland und Dänemark liegt bei Flensburg bzw. genauer gesagt bei Handewitt und Ellund auf der A7. Auf der dänischen Seite liegt die Stadt Frøslev. Übrigens, in der Prüfung wird auch gerne gefragt, welches die längste Autobahn von Deutschland ist. Und das ist natürlich die A7, die sich einmal längs durch Deutschland zieht. Na, seht ihr das? Der Grenzübergang zu Polen bildet das Ende der A4 bei Görlitz und Skorzelec. Alternativ kann auch der Übergang am Ende der A12 bei Frankfurt an der Oder und Slubice genutzt werden. Der Grenzübergang zu Tschechien bildet das Ende der A6 bei Waidhaus und Roswadov und der Übergang zu Österreich bilden sowohl Passau und Suben am Ende der A3 sowie Bad Reichenhall und Salzburg an der A8. Wählt man den Übergang über die A93 bei Kiefersfelden und Kufstein, geht es von dort aus weiter in Richtung Brenna durch Österreich nach Italien. Hier veranstalten die Österreicher die regelmäßig stattfindende Blockabfertigung, von der oft in den Medien zu lesen ist. Die A5 führt uns jetzt zum bekanntesten Übergang zwischen Deutschland und der Schweiz, nämlich Weil am Rhein bzw. Basel. Alternativ können auf der deutschen Seite auch Lörrach und Konstanz genutzt werden. Innerhalb der Schweiz befindet sich übrigens der Gotthard-Basistunnel. Er wurde 2016 eröffnet und hält derzeit mit 57 Kilometern den Rekord als längster Eisenbahntunnel der Welt.
Abgelöst wird er voraussichtlich in einigen Jahren vom Brenner Basistunnel. Dieser befindet sich derzeit im Bau und wird eine Länge von 64 Kilometern haben. Die A5 führt uns aber nicht nur in die Schweiz, sondern bei Kehl bzw. Straßburg auch in Richtung Frankreich. Gleiches gilt für die A8, wo wir bei Merzig nicht nur nach Frankreich, sondern auch nach Luxemburg weiterfahren können. Weiter nördlich können wir über die A1 bei Trier ebenfalls nach Luxemburg und wiederum weiter südlich über die A6 bei Saarbrücken nach Frankreich reisen. Bei Transporten nach Belgien nutzen wir die A4 über Aachen. Gleiches gilt, wenn wir Güter in die Niederlande bringen möchten. Hier können wir außerdem die A3 bei Emmerich nutzen, um in nördlicher Richtung nach Amsterdam zu kommen. Die Liste der Grenzübergänge ist lange nicht vollständig. Wichtig ist zu beachten, dass manche Übergänge nicht für den Güterverkehr, sondern teilweise nur für den Personenverkehr gedacht sind. Deswegen ein Aufruf an alle Berufskraftfahrer unter euch. Korrigiert mich gerne, wenn ihr andere Grenzübergänge aus der Praxis kennt und auch nutzt. Ihr würdet damit den Prüflingen eine große Hilfe sein. Schreibt es gerne in die Kommentare. Neben den sogenannten trockenen Landgrenzen bestehen natürlich auch wasserseitige Grenzen zu Skandinavien bzw. auch zum Baltikum. Als wichtige Verbindungen wäre hier zum Beispiel die Vogelfluglinie zwischen Puttgarden und Rødbyhavn oder Fährhafen wie Travemünde, Trelleborg, Sassnitz, Klaipeda, Danzig und Rostock zu nennen. Außerdem gibt es zudem bekannte Mittelmeerfährhäfen, die man für die mündliche Prüfung dringend können sollte. Aber das würde hier den Rahmen des Videos sprengen. Wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet, sagt mir gerne in den Kommentaren Bescheid, dann mache ich dazu einfach mal ein separates Video. Und das war er auch schon, ein erster Überblick zum Thema deutsche Grenzübergänge. Ich hoffe, das Video hat euch etwas gebracht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr die nächsten Videos vom Logistikkanal nicht verpassen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal, falls noch nicht geschehen, und aktiviert die Glocke, damit ihr eine Benachrichtigung erhaltet, sobald das neueste Video online geht. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.